Und damit seid wieder gegrüßt, willkommen, herzlich gedrückt zu einem weiteren und sehr schnellen, nach dem letzten, Paketetag. Ja, es ist wieder soweit, ich habe Pakete gesammelt, gehortet, wieder en masse bekommen und möchte diesmal mit euch es wieder auspacken und ich kann euch sagen, es ist eine Menge. Ja, die Hotfix-Update-Gedöns, die habe ich ja. Habt ihr ja gesehen im letzten Stream, das fehlte mir, dann konnte ich leider nicht mit dem guten Magier Hirsch bzw. René und dem guten Martin, also seid gegrüßt an der Stelle, fühlt euch gegrüßt von mir, leider nicht daddeln, daher musste ich das jetzt nachholen. Ja, Hotfix auf jeden Fall schon am Start. So, jetzt gucken wir mal einfach, was der gute Alpha da jetzt bekommt. Pakete, wenn ich öffne, ihr seht, das sind 25 an der Zahl und ist schon echt eine Menge. So, diesmal will ich mal was anderes machen. Der gute Martin hat gesagt, pass mal auf, Alpha, mach's mal anders. Öffne erstmal alle Silberpakete, dann die Goldpakete. Da ist wohl da die Chance höher und besser, um wirklich verdammt guten Stuff zu bekommen. Also werde ich mir jetzt alle Silberpakete mir aussuchen und auspacken. Ja, werde ich dann so machen. Jetzt weiß ich nur nicht, zählen die hier jetzt auch als Silberpaket? Das weiß ich jetzt nicht. Aber wir machen jetzt einfach mal so, da wo silbernes Paket steht, packe ich aus. Ich hoffe, dass ich das jetzt richtig mache. Ansonsten, es wird ja sowieso einen weiteren Pakettag geben. So, fangen wir erstmal mit dem hier an. Packe ich aus. So, ja, ist doch, das ist doch schon mal was. Kampfgewehr. So, Kampfgewehr mit Aufklärungsvisier, das ist schon mal gut. Und Schalldämpfer, ich liebe ja das Zeug. Standardgewehr, das Geschosshalfe abfeuert und für jede Gefechtsdistanz ausgezeichnet geeignet ist. Ja, so gehört sich das. Dank dem Schalldämpfer ist man beim Feuern für feindliche Bewegungsmelder nur schwach sichtbar. Wenn das schon nicht viel bringt, weiß ich dann auch nicht weiter. Und dann einmal ein Sturmgewehr mit Projektionsvisier. Ja, ich bin ja halt so ein bisschen schräg. Das muss ich euch mal zeigen beim Roomtour mal. Standardausgabe des vollautomatischen Gewehrs, ist ja klar. Effektiv auf kurze und mittlere Entfernung. Dank des Schalldämpfers ist man beim Feuern genauso das gleiche wie beim Kampfgewehr. So, Spartanhelm ausrüsten. Sieht gut aus. So, Rek-Bonus-Punkte. Ghost, okay. Temposchub statt Warthog, wieder ein Typhoon. Zufällige Waffe, Flakgeschütz. Ich brauche die Dinger. Also, ich habe wohl anscheinend gut welche verballert. Ich wüsste gar nicht, dass ich das so oft genutzt habe. Zufällige Waffe, Bazooka. So. Dann machen wir mal wieder hier, wo da nur erstmal Silberpaket steht. Ich hoffe, ich mache es richtig. Wenn nicht, dann tut es mir an der Stelle leid. 100 Reckpunkte Schachzug Unterstützung. Ah, die will ich immer noch haben. Erfahrungspunkte und Unterstützung ist auch okay. Alles wunderbar. Ich glaube, ich werde einfach gleich alle öffnen. So. Möchte ich so wieder machen. Wo haben wir denn nochmal? Einfach nur Silberpaket stehen. Dann die hier. Nochmal 100 Reckpunkte, Arena EP Bonus, das brauche ich auch. Mission Sieg, okay. EP Punkte Bonus Schachzug, ja. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Silbernes Paket wieder. Ah, Kommandoskin. Ja, dann würde ich sagen, rüste ich das mal aus. Sturmkarabiner Zertifikat, das heißt, ich kann jetzt die Sturmkarabiner wohl nutzen, weil die jetzt erhöht ist. So, dann haben wir jetzt hier drei Stück nochmal. Arena, Erfahrungspunkte, Hydrawerfer, die Antwort. Geiles Dingen. Also auch in der Kampagne mal genutzt. Wraith, Flakgeschütz, Ghost. Ja, Wraith ist auch gut. Partikelschwert, okay. Lichtgewehr, unaktiviert. Tarnung. Muss ich mal einmal einsetzen. So. Silbernes Paket. So, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig. Ansonsten, lieber Martin, wenn du vielleicht gemeint hast, alle, die blau farben, sind erstmal öffnen, dann die goldenen.
dann bitte dann so ausdrücken. So. Warthog-Zertifikat, Sicherheitsfreigabe erhöht. Ihr Spartan ist nun autorisiert, in Zukunft Pakete mehr der Zugriffsrechte. Ja, das ist doch super. Also, Warthog nochmal. Sturmgewehr. Sturmgewehr mit Projektionsvision und Stabilisierungsdüsen. Standardausgabe von einem Gewehr. Besonders auf kurze bis mittlere Entfernung effektiv. Ja, das ist doch super. Habe ich mal was ganz Besonderes. Scorpion. Gerne, gerne. Mir fehlen Scorpions. Statt Warthog, Wraith, Hydrowaffe, Ghost. Scharfschützengewehr ist auch gut. Lichtgewehr nehme ich gerne mit. Und nochmal Strahlengewehr. Habe ich ja außer. Ja, was heißt außersehen? Konnte ich nicht so ganz einsetzen. Während des Streams. So, und dann haben wir, glaube ich, noch das hier. Oh, Mission Sigma in Extreme Selten. Das ist gut. 100 Reckpunkte, Schachzug und Unterstützung. Erfahrungspunkte, Bonus, gerne. So, das war's erstmal zu denen. Dann hieß es alle goldene. Ich gucke jetzt nochmal nach. Und dann mache ich einfach noch der Reihenfolge auf. Scheiße und drauf. Erstmal goldene. Firmen Scorpion Zertifikat. Wenn das nicht mega fett ist, weiß ich auch nicht. Also, ich glaube, dieses Firmen Zertifikat, also beziehungsweise Firmen Scorpion, das ist, glaube ich, von, wie hieß die Firma? Dortmund? Ich glaube, ja. Ich glaube, Dortmund. So, auf jeden Fall dreimal den Firmen Scorpion, das ist schon mal nice. Dann einmal Valkyrie, keine Ahnung, rüst dich aus, sieht auf jeden Fall cool aus. Ablenkung, wenn das nicht schon geil ist. Mission Sieg, da gibt es halt wieder Experience Points, Erfahrungspunkte, Lichtgewehr, Tränen der Leere, gerne, auch ein super geiles Ding, kann ich nur empfehlen, Tränen der Leere im Multiplayer, Hyperwerfer, Ghost, die Furie, ist klar, nochmal Tränen der Leere, zwei Banshees, glückselige Schlummer und ein paar Tiggelschwert. Das lässt sich sehen. Ich würde sagen, ist gut, ist gut. Aufklärungs-MP, legendär, Alter. Wenn das nicht gut ist. Gucken wir erstmal. Das ist ein MP mit Energie-Bajonett. Okay, persönliche Verteidigung von USC-Piloten. Ja, das passt. Das müssen die haben. Nahkampfschaden und die Reichweite ist erhöht. Das ist gut. Wild Warthog-Zertifikat. Das heißt, ich kann auch jetzt diese Sorte von Warthog nutzen. Mission Sieg. Erfahrungspunkte Bonus legendär. Den Typhoon, gerne. Die Antwort nochmal, wieder ein Stadtwarthog. Furie, Lichtgewehr, Schlagwehr. Banshee Ultra, ich möchte mehr davon sammeln, um die vielleicht mal einzusetzen. Typhoon, Streuwehr und Plasmagranatenwerfer. Plasmagranatenwerfer habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Muss ich wirklich dazu sagen. Jetzt kommen wir mal zu dem, ich glaube, das ist der letzte goldene Paket. Dann gebe ich die 20.000 mal eben aus. Okay, der Helm ist noch cooler. Viper nehme ich. Der ist noch cooler. Der ist noch cooler. Ich gucke mir gleich meinen Spartan an, dann kann ich ihn wieder gleich verändern. Peitschenhieb-Zertifikat. Okay. Peitschenhieb. Das ist... Also, warte mal, das ist... Das sind so ein Raygun-Schein. Ladezyklus, mehrere Schüsse pro Magazin. Das ist gut. Also dreimal nochmal nach von der Sorte, Kriegsgebiet Erfahrungsbonus, Reckpunkt Jackpot, aktive Tarnung Level 2, wieder die Hydrawerfer, Peitschenhieb nochmal, Wild Warthog, Bazooka, irgendwie habe ich auch davon wenig, Wild Warthog, Scorpion, wieder Firm Scorpion und zwei Strahlengewehr. Ich glaube, da kannst du echt an der Stelle wirklich nicht viel sagen, da ich ja wieder 20.000 Punkte gesammelt habe, gebe ich jetzt einmal aus, die 10.000. Kaufe ich mir dieses Goldpaket. Wow. Auch wenn es verpönt. Truppen im Einsatz oft ihre eigene. Geil. Also jetzt eigentlich mal ein neuer Look für mein Kampfgewehr. Nämlich die Armschiene. Ist geil, diesen Look mit diesem Misch aus Blau und Orange-Gold. Ist cool. SMG. Auf Englisch. Keine Ahnung. Cool. Reckpunkte-Bonus, Mission Sieg, aktive Tarnung, gut, glückseliger Schlummer, Lichtgewehr, Scharfschützengewehr wieder. Ein Peitschenhieb, Flakgeschütz, Banshee, dreimal glückseliger Schlummer. Das war die Sache wert. Und jetzt gehen wir nochmal die 10.000 aus. Es lohnt sich in der Reihenfolge. Ohne
Flachs. Es lohnt sich echt. Da hat der Martin wohl so recht. Also ich mache, glaube ich, das echt so in der Reihenfolge. Auf jeden Fall Feuergeißel-Zertifikat. Gut. Eins galt es als Blasphemie, Entwurfsmuster zu verändern, um die Leistung zu verbessern. Verbesserte Plasmagranaten, wenn wir 2 Plasmageschossen pro Schuss abfeuert und nicht überhitzt. Das ist doch mal geil. Also 3-mal von der Sorte. Dann Aurum. Was kommt als nächstes? Goldbesetzter Warthogs. Bestimmt ausrüsten. Da sieht doch geil aus, dem er in Gold farmt. Erfahrungspunkte, Reckpunkte. So, Glücksinger Schlummer, Plasma-Granatenwerfer, Scharfschussgewehr, Peitschnieb, Glücksinger Schlummer, alles klar, Superschild 1, Banshee, Skorpion, Glücksinger Schlummer und Strahlengewehr. Also ich glaube, die Ausbeute in dieser Reihenfolge war wirklich gut. Jetzt werde ich einfach mal den Rest öffnen. So, nochmal 200 Reckpoints. Dass das jetzt auf Englisch steht, lustig. Typhoon. Gesetzesgeber. Okay. Verbesserten Schrotgewehr mit erhöhten Schaden, erhöhte Treffsicherheit und erhöhte Feuerrate. Ist doch geil. Karabiner, normale und Erfahrungspunkte. Ist doch gut. Dann machen wir weiter. 200 Rackpoints. Die Railgun statt Gun-Goes. Boah, da muss ich mich dran gewöhnen. Temposchub. Zufälliges Fahrzeug, zufälliges Fahrzeug. So, das heißt, mit 2 Kanonen besetzt, das ist, lässt sich sehen. 200 Rack Points, dann habe ich Wald Warthog, offene Hand, was das jetzt ist. Die rechte Hand von Willenskraft, der treuen Stellvertretenden des Didaktikers. Ach so, okay. Verbesserte Bolzenpistole, die bei jedem Schuss einen Schwarm zielsuchende Bolzen abfeuert. Ja, das kann nerven dann beim Multiplayer. Was bist du? Der Krieg gegen die Flood führte zu technischen Fortschritten, die sich allesamt als erfolglos herausstellten. Verbrennungskanone, die eine lange Geschosssalve an Energieexplosionen abfeuert, wenn sie durch das Halten des Abzugs aufgeladen werden kann. Lichtfluss. Sieht geil aus und hört sich auch gut an. Banshee. Was ist das denn? SPNKR-X. Das ist die alte Bazooka, aber sehr geil. Es gibt kein Entrinnen. Mit der Bazooka können Cluster-Sprengköpfe per Laser zum Ziel gelenkt werden. Raketen werden in Reichweite des Gegners bereits vorzeitig gesprengt, um die explosive Submunition freizusetzen. Alter, das klingt eher nach einem "Ich tritt dich sowas von den Arsch, fiese Wumme". Wenn ich von der Wumme getroffen hätte, würde ich echt angepisst werden. Zufällige Waffe, Kriegsgebiet, Erfahrungsbonus. Magnum-Paket, da bin ich auch sehr gespannt. So. Impliziert. Das sieht eigentlich auch gut aus. Ich glaube, ich ziehe das an. Tu das drauf. Plasma-Granatenwerfer, Scharfschussgewehr, die Antwort, Stummkarabiner, die Saw, die normale Plasma-Pistole, Peitschenhieb und Chain-Gun-Geschütz. Jo. Okay, Promo-Belobigung. Über Belohnung. Temposchub. Warthog, Hydrawaffe, Chain-Gun, ein Warthog, Stadtbotog. Banshee, die Furie, ich finde die Furie vom Look mit diesem, auch mit dem Golden, richtig cool. Plasmapistole, Hydrawerfer, so, dann kann man nochmal normale Arena Erfahrungspunkt und Kriegsgebiet Erfahrungspunkte Bonus, ungewöhnlich. Das ist cool. So, Daily Lock-In Pack. Da bin ich auch jetzt sehr gespannt. Also ich krieg echt besondere Scheiße. Ich merke schon. 200 Rackpoints, Super Schild 3, wirklich extrem selten. Das ist geil. Lichtgewehr, flammender Ruhm, fortgeschrittene Technologie in Verbindung mit einfacher Schlichtheit. Schrotgewehr mit Blutsfetermechanismus, um schnelle, Hartlichtprojektile mit zusätzlicher Reichweite und Antifahrzeugeffekte abzufeuern. Wird mit einer einzigartigen Patrone nachgeladen. Cool. Mit einer einzigen Patrone nachgeladen, oder was? So habe ich das. Oh. Klingt auch nach, ich tritt dich voll damit in den Arsch. Und natürlich Schachzugspatenabschüsse. So, Belobigungspaket. Die Saw. Wild Warthog. Mongoose. Erfahrungspunkte Bonus. Schachzug und zufällige Waffe. Alles in dieser normalen Form. Gut. Multi-Abschusspaket. Ich habe nur Warzone gespielt. 3 Augen. Noch schöner. Tränenlehre. Schwert Ghost. Typhoon. Plasma-Pistole. Schachzugunterstützung. 2-mal. Und nochmal die Schachzugspatenabschüsse in selten. Jo, warum nicht?
Fehlende Leere, wie gesagt, nehme ich gerne mit. Blümungspaket. Chain Gun. Okay, Hydrawerfer, Karabiner, Nadelwerfer, zweimal Peitschenhieb und Plasmapistole. Wieder Promo-Belohnung. Es geht jetzt aber hier rasend. Aber wie gesagt, ich habe ja echt viele Pakete jetzt. Karabiner, Mongoose, Karabiner, Nadelwerfer, Chain Gun. Also das ist alles noch die Standardvariante. Banshee, Schwert, Ghost, Hydrawerfer. Okay. Temposchub 1, glückseliger Schlummer. Arena-Erfahrungsbonus und zufällige Waffe. So, nochmal Daily Lock-in Pack. Wieder was Besonderes. Sonst würde es nicht so leuchten. Passt jetzt gleich. So, 200 Rec Points. Dann Leuchtkreis. Sowohl die Schwerter von St. Helios als auch die Allianz setzen in ihrem blutigen Bürgerkrieg eine verbotene Waffe ein. Verbesserte Flakgeschütz, das instabile Projektile abfeuert, die am Ort des Aufpralls gefährliche Rückstände zurücklassen. Das klingt nach Autsch. Also, ich muss nochmal sagen, Martin, danke für diesen Tipp. Statt Aufklärungs-Warthog, Gesetzesgeber Schachzug-Unterstützung. Cool. Gesetzgeber, glaube ich, hatten wir ja mal. Nochmal Daily Lock and Pack. So, 200 Rec Points nochmal. Plasma Granatenwerfer, Scharfschützengewehr. Ungewöhnlich alles. Das kommt noch in selten Lichtgewehr und Schachzug-Unterstützung. Ungewöhnlich. Warzone Firefight Daily Windpack. Ja, mal gucken, was da jetzt rauskommt. Aber mal spannend. Wir machen spannend. Hey! Aber echt spannend gemacht. 200 Rec Points. Endspiel. Schachmatt. Verbessertes Bartenlaser mit verkürzter Aufladungszeit und zusätzlicher Batterieleistung. Der Schaden nimmt mit jedem Schuss ab. Okay. Das klingt so wie bei Pokémon die Attacke Hitzekoller. Der erste ist effektiv und dann wird es immer schwächer. So, Tundra Gun Ghost. Also der sieht auch gut aus. Warthog, Wald-Aufklärungs-Warthog, Gravitationshammer. Fett. Kriegsgebiet, Reckpunkte-Bonus, zufälliges Fahrzeug. Ja, nimm mal. Nochmal ein Warzone Daily Windpack. Da haben wir noch die. Dann kommen noch die zwei letzten und dann ist es ja vorbei. So, 200 Reckpoints. Cool. Bazooka, geschlossene Faust. Was bist du für eine? Das ist dasselbe, ja. Okay, aber das hatten wir vorhin in lila, glaube ich, ne? Gieriger Splitter. Jeder dieser leichte Reliktklingen wurden von ihrem Erbauer und dem ersten Besitzer markiert. Aber im Vermächtnis ist das schon von langem in Vergessenheit geraten. Ein Partikelschwert, mit dem man schneller zuschlagen kann, das ist gut. Kriegserfahrungsgebiet, alles klar. Also Kriegsgebiet, Erfahrungspunkte, so rum. Promobelohnung. Und dann der letzte. So, Mongoose, gerne. Temposchub 1, Saw, Warthog, Schwert, Ghost, Plasmapistole, Banshee, Saw, Arena, Erfahrungsbonus. Okay. Und jetzt das letzte Belohnungspaket. So, okay. 50 Rec Points. Ja, das war jetzt echt, das ist jetzt ouch. Partikelschwert, Karabiner, glücklicher Schlummer. Okay, Sturm, Karabiner, Lichtgewehr, 50 Rec Points. Ja, kommen wir auf 100. Wow. Super. Ja, das war's. So sieht jetzt momentan mein Spartan aus. Aber mal gucken, ich werde es bestimmt schon rumgebastelt haben. Ich freue mich, was rauskam. Definitiv. Wenn es gefallen hat, so wie jetzt mir dieses geile Nummer mit den Rec-Points, mit den Rec-Pakete, der kann nochmal gerne in die Kommis schreiben, wie er das findet. Ich fand's jetzt geil. Danke nochmal Martin an den Tipp. Und das ist auch für euch. Macht erstmal die Silberpakete, Goldpakete und danach habt ihr vielleicht bessere Chancen, um was Fettes zu bekommen. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge zu einem weiteren Paketetag, der hoffentlich auch wieder in Kürze stattfindet. Wenn ich natürlich fleißig weiterdatte. So, ich bin weg. Tschüss, euer Alpha Chief.